Wir vom Malik Management sorgen dafür, dass die richtigen Lösungen in Unternehmungen entstehen, dass die größten Herausforderungen in unserer Gesellschaft für Unternehmungen und für Non-Profit-Organisationen richtig gelöst werden. Ich habe die Ehre, Ihnen heute etwas vorzustellen, das wir vom Malik Management Zentrum St. Gallen als Innovation bezeichnen. Ich möchte Ihnen vorstellen, um was es hier genau geht bei der Integration, bei dem Kunstwort, zusammengesetzt aus zwei Wörtern. Erstens Synergie und zweitens Integration. Wie geht man mit Komplexität, mit großen Herausforderungen um? Man führt große Tagungen durch, große Klausuren, in der Regel mit sehr vielen Menschen, mit sehr viel Aufwand, mit sehr vielen Kosten. Die Ergebnisse auf der anderen Seite sind häufig eher eingeschränkt oder auch sehr nüchtern zu betrachten, häufig so gering, dass sicherlich der Aufwand, der dagegen steht, nicht immer gerechtfertigt ist. Wie kriegt man es hin, beispielsweise viele Menschen so zu vernetzen, dass das Ganze, vor allem auch der ganze Aufwand, gerechtfertigt ist und auch tatsächlich die Ergebnisse, die man sich wünscht, dabei herauskommen. Deshalb haben wir ein Format entwickelt, das tatsächlich in der Lage ist, diese Probleme A zu lösen, den Konsens zu schaffen und vor allen Dingen auch das in höchster Geschwindigkeit, wir werden das gleich sehen, in 3,5 Tagen mit wesentlichen Entscheidungsträgern zu Ergebnissen zu kommen. Wie funktioniert das denn jetzt, diese Integration? Was passiert dort in einer Integration? Wie kann man Wissen vernetzen in Organisationen? Sie kennen alle das klassische Format des Workshops und auch des Projektes. In der Regel wird empfohlen, 7 ± 2 Personen pro Workshop oder pro Projektgruppe, die wirksam wirklich eng zusammenarbeiten. Das funktioniert im Workshop auch sehr gut. Der Vorteil, man hat wenige Personen, es ist überschaubar, das Wissen kann relativ gut genutzt werden. Der Nachteil, wenn verschiedene Workshops parallel laufen oder Projekte, dass das Wissen zur richtigen Vernetzung und zur Lösung, zur ganzheitlichen Lösung, eben nicht stattfindet. Es arbeiten in einer Integration verschiedene Menschen in unterschiedlichen Workshops, beispielsweise 5 Personen, die bearbeiten eines von verschiedenen Themen, 12 an der Zahl. Und dieses Thema wird so bearbeitet, dass es von 30 oder 40 Personen, die 12 Themen insgesamt bearbeiten, innerhalb von 3 Tagen zu einem Gesamtergebnis kommt, das die wesentliche Herausforderung, Schlüsselherausforderung eines Unternehmens oder eines Unternehmensbereiches oder Organisationsbereiches lösen soll. Das Erste, im Vorfeld einer Integration einer solchen Formates geht es selbstverständlich darum, überhaupt festzustellen, was ist unsere wesentliche Herausforderung, die wir im Unternehmen haben. Und das Zweite, was im Vorfeld ebenfalls tatsächlich auch umgesetzt werden muss, ist natürlich die Entscheidung, welche Personen, welche Menschen in unserer Organisation können hier einen signifikanten, wesentlichen, direkten oder indirekten Beitrag leisten. Die zweite Phase in der Integration ist dann die tatsächliche Durchführung während der Integration. Das Ganze wird dann bildlich, indem wir sehen, dass beispielsweise 5 Personen ein Thema bearbeiten, gleichzeitig in diesem dreidimensionalen Format 5 weitere Personen Kritiker sind in diesem Prozess der Integration. Im Nachgang der Integration findet dann das sogenannte Umsetzungskontrolling statt, wo dann die Maßnahmen, die unter Umständen angepasst werden, Entscheidungen in der Umsetzung, die relevant sind, tatsächlich auch getroffen werden und die Resultate dann entsprechend auch dargestellt. Das heißt mit anderen Worten einfach ausgedrückt, dass jeder alles mitbekommt und tatsächlich alles an relevantem Know-how, Wissen, Erfahrung einbringt. Wenn Sie Herausforderungen haben in Ihren Unternehmungen rund um Strategie, um Strukturen, Prozesse oder auch um Kultur und Change, dann wissen Sie, dass Sie mit dem Malik Management einen verlässlichen Partner haben, der einzigartige Lösungen mit Ihnen gemeinsam zur Umsetzung bringt.